Einen wundervollen guten Abend, ihr Train Simulator 2012 Fans. Ich begrüße euch nach zweiwöchiger Videopause zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal MNSC77. Ich hatte ein wenig viel zu tun, ganze Zeit Spätschicht und Besuch war noch da im Urlaub, da konntest du eh kein Video machen. Nun gut, der Dinge. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserem Super Simulator 2012. Heute entführe ich euch einmal in das S-Bahn-Netz Rhein-Ruhr. Genauer gesagt machen wir eine kleine Zeitreise in die 80er Jahre, als die Baureihe 111 noch die Züge der S-Bahn Rhein-Ruhr bespannte, genauer gesagt die Orangen X-Wagen. Ich habe mir das Paket für 19,95 bei Virtual Rails gekauft, die Expert Line 111 in S-Bahn-Lackierung. Gezeigt wird passend dazu die Strecke Köln-Düsseldorf von Aerosoft mit der Aufgabe VR Baureihe 111. Sie fahren die R6 von Köln-Nippes, kommend in Richtung Essen Hauptbahnhof. Ihr Dienst endet jedoch in Düsseldorf Hauptbahnhof. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wir sehen uns gleich im Führerstand der Baureihe 111. In orange, kieselgraue Lackierung. 111, 165-7. Erstmal werden wir die Lok mal aufrüsten. Wir können schon mal die Zielanzeige einstellen. Auf Essen Hauptbahnhof. Das muss sein. Das war auch früher so, heute auch noch. Jetzt mal den Strohbachnehmer anlegen, den richtigen. Erst den Strohbachnehmer und dann den Hauptschalter. Bekannt durch den Peitschenknall. Genau. Scheinwischer. Es regnet. Wir nehmen die SIFA und die PZB an. Die PZB 90. Bei der Lok müsst ihr auch aufpassen. Die hat so ihre Tücken. Die 100, die ist ja eigentlich ganz gut gebaut, aber nicht so hoch aufschalten, sonst knallt der Hauptschalter. Und nicht vergessen, Lüfter anmachen mit Umschalt und F. Das ist mir gestern passiert, da bin ich von Siegen nach Hagen gefahren, habe ich zu hoch aufgeschaltet, der Hauptschalter ausgefallen. Passiert ganz schnell. Ah, hier die X-Wagen. Das sind meine Lieblingswaggons. Das ist übrigens hier die erste Bauserie der X-Wagen, der Ursprungszustand hier mit den Ledersitzen, hier den Korb immer für Regenschirme. Nächster Halt, Köln Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Umsteigmöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr zur Stadtbahn. Nächste. 111. S-Bahn. X-Wagen. Ja, ihr habt mich auch gefragt mit dem Bild-in-Bild-Video beim Train Simulator 2012. Wenn ihr möchtet, mache ich das gerne. Das kann ich dann beim nächsten Mal machen. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit, aber das mache ich dann. Ja, meistens gibt es Videos hier so normal, aber ab und an mal, wenn ich Bock habe, dann Bild im Bild. Beim Bus sowieso. So waren die S-Bahnen der 80er Jahre mit der 111 bespannten, bevor in den 90er Jahren die Baureihe 143 aus dem Osten kam, gebaut bei LEW Hennigsdorf. Lokomotiven Elektrotechnische Werke Hennigsdorf, Hans Beimler, LEW. Das ist unser Lok. 111. Ich hoffe, die Zeitreise gefällt euch in die 80er Jahre des S-Bahnnetzes Rhein und Ruhr. Also ich muss auch wirklich ganz gestehen, diese Virtual Railroads Produkte der Expert Line Serie sind wirklich sehr gut gemacht von Ulf Freudenreich. Der gibt sich hier wirklich Mühe und
den ganzen Schnickschnack hier mit Lüfter anmachen, Original-Sounds und die Lok ist halt auch was für Fortgeschrittene, aber ich kenne ja die Lok selber vom MSDS und die befährt sich eigentlich auch hier ganz gut. Ja, ich bin auch ein alter Hase, was Eisenbahnsimulation angeht. Deswegen ist das für mich hier keine große Schwierigkeit, die Lok zu fahren. Für anderejenigen mit PZB etwas anspruchsvoller wie mich, ich liebe das halt einfach. Natürlich diese Regeneffekte hier, das ist einfach grandios. So muss das auch sein. Die Strecke Köln-Düsseldorf kostet 29,99 bei Aerosoft. Die SBB-Route ist gerade rausgekommen, die bestelle ich mir auch. Ich habe es mir doch überlegt, die Strecke zu kaufen und werde euch sie dann natürlich präsentieren auf das Silbertablett. Genau. Gleich geht's los in einer Minute. Nächster Halt ist dann Köln-Messe-Deutz. Köln-Buforts, Köln-Mülheim, Köln-Stammheim, Bayerwerk, Leverkusen-Mitte, Leverkusen-Küppersteg, Leverkusen-Rheindorf, Langenfeld-Rheinland, Langenfeld-Berghausen, Düsseldorf-Hellerhof, Düsseldorf-Garrat, Benrath, Reisholz, Eller-Süd, Oberwilk, Philippshalle und Volksgarten und Düsseldorf-Hauptbahnhof. Nun, Wuppalks Express 11 aus MSDS könnt ihr dann die ganze Strecke bereisen. Wenn ihr dies möchtet und einige Zuschriften mich erhalten, dann wird das natürlich auch präsentiert. Türen schließen mit Steuerung plus T. Ja, ich habe einmal hier bis 40 geschaltet und dann ist der Hauptschalter rausgesprungen. Ja, bumm, hat's gemacht. Jetzt geht's gleich über die markante Hohenzollernbrücke über den Rhein, den längsten Fluss Deutschlands. Interregio in Doppeltraktion mit 111. Früher auch so gefahren. Nächste S-Bahn. Nach Köln-Lippes. 111. Wie früher. Retro, sage ich dazu noch. Nächster Halt, Köln-Messe-Deutz, Richtung Borz, Troisdorf, Hausieck, bitte in die S12 umsteigen, Richtung Köln vom Flughafen, Troisdorf in die S13. Nach Troisdorf können die Fahrgäste auch S12 benutzen. Umsteigemöglichkeit auch zur RB25 Richtung Gummersbach, Marienheide, zum Regional- und Fernverkehr und zur Stadtbahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sitz in einen Zug der S6 nach Düsseldorf-Essen. M für Mülheim. Lok hat auch wirklich eine sehr gute Bremse. Der Steuerwagen genauso, da kannst du gut reinknallen. Ja, muss auch sein. Der Fahrplan ist ja sehr straff hier bei der S-Bahn, also klüngeln gibt's hier nicht. Das war die Türfreigabe. In Köln-Messe-Deutz zweigen die Strecken, die rechte Rheinstrecke nach Koblenz ab, über Linz am Rhein, nicht zu verwechseln mit dem Linz an der Donau in Österreich, die Nordbahnstrecke nach Frankfurt über Montabaur und die Strecke nach Siegen-Gießen. Da ist er, Interregio. Tunnel 11, Doppeltraktion. Ich mochte persönlich dieses orange-kieselgraue mit der 111 viel besser als heute dieses hässliche Rot mit 422er. Aber die 111 passte nicht so wirklich hier für die S-Bahn. Nun gut, die ist auch für nicht mehr dieses An-Up, das mag die Lok nicht. Da ist die 143 besser geeignet mit den 120 km als die 111 mit ihren 160 km. Abfahrt. Ja nun gut, ich habe die Zeit mit der 111 nicht mehr miterlebt. Ich bin ja 1993 geboren, davor ja schon die 143. Ne? Also ich habe sie leider nicht mehr miterlebt. Ich kann sie ja im Simulator genießen.
So raufschalten. Es knallt wieder der Hauptschalter. Hier mit dieser hässliche Steigung hier. Auch ein bisschen unreal. Vielleicht ist es nicht so steil. Naja, links übrigens gleich der Abstellbahnhof Köln-Deutzerfeld. Jetzt zeigen wir ab. Nur auf 60. Geradeaus geht's Richtung Port Troisdorf auf Sieg. Nächster Halt, Köln-Buchforst, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Na guck mal, stehen schon die neuen roten X-Wagen da. Na, aber haben wir doch erst 85, 1985. 111. Ja, am Ende der Fahrt, ne? Da kommt hier so eine Meldung, ja, da war wohl nichts hier mit der Aufgabe. Sollte ich mich beim Fahrtdienstleiter melden. Ja, das hat aber was zu tun hier mit der Fahrplan ist, manchmal ein bisschen zu straff. Jo. Köln-Buchforst. Da ist die Strecke aus Köln-Deutz, die C3-Züge Richtung Frankfurt. Sich das Umstand hier Kopf machen können, auch mal noch zu ersparen. Heißt SpongeBob, Schwammkopf. Das gibt es auch nur heute, diese Graffiti, dieser ist schon sehr real hier, die Gegend hier. Ah, hier, Lüftungsschlitz immer, da pfeift es und zischt es immer. Regenschirme, ach, das habe ich nie, mein Regenschirm habe ich da nie reingepackt, ey. Boah, was meinst du, wie das da immer gestunken hat, ey? Fürchterlich, wo die Ledersätze noch waren. Kunstleder. Weiter geht's. 111. Ich mache höchstens bis 6. Stufe nicht mehr, sonst macht's bumm. Empfehle ich euch auch. Habt ihr wieder Zeit verloren hier. Müsst ihr erstmal anhalten. Nächster Halt. Köln-Mülheim. Richtung Bergisch Gladbach. Bitte in die S11 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Der Railbox spiele ich wirklich gerne. Mag ich mehr als Protem Perfect 2, weil hier das einfach viel realer ist. Daniel, aus Bergisch Gladbach. Gottesdorf. Über Neuss. X-Wagen. Oh, und die zählt heute auch in Köln-Mülheim. Ja, früher vielleicht, heute nicht mehr. Hier rechts befindet sich immer der Kaufland. Früher war da Bauhaus, heute ist da Kaufland drin.
Das Wetter ist hier sehr, sehr wechselhaft heute. Aber wenn ich mir das jetzt mal hier so ansehe, wirklich, da denke ich manchmal, die 111 steht wirklich vor meiner Nase. Weil die so real hier gemacht ist. Wenn ich so jetzt stehe, da denkt ihr auch, ja, die Lok steht gerade vor mir. Es ist halt abhängig, welche Grafikeinstellungen ihr habt. Die habe halt sehr hoch eingestellt. So geht ja fast gar nicht. Ein bisschen nur, aber ist halt nicht zu ändern. Gibt Schlimmeres. Ja, die S-Bahn Rhein-Ruhr unterhält ein vielseitiges Streckennetz. Da kann ich euch gleich ein bisschen was zu erzählen. Ja. Es gibt viele Linien, interessante Einsätze. Alles. Ja, ich will auch hier jetzt nicht alles vorlesen, da sind wir morgen noch nicht fertig. Könnt ihr bei Wikipedia S-Bahn Rhein-Ruhr. Ja, genau, so, das dick lob ich mir. Sehr pünktlicher Kollege. So muss das sein. Zurückbleiben, bitte. Ja, die schönste S-Bahn-Linie ist hier die S6. Köln-Lippes ist ein Hauptbahnhof hier ab Ratingen durchs Gebirge da. Sehr schöne Gegend. Und auch die interessanteste ist die S1 durch den Universitätstunnel da bei Dortmund. Dann nach Solingen heute, dann die S4 ist auch eine interessant. Ist auch sehr interessant mit dem Kopfmachen nach Königsborn. Dann müssen die Züge mit die Fahrtrichtung ändern. Ist auch sehr interessant. Ja, sonst, die kürzeste ist, glaube ich, die S3. Hattingen, Mitte, Oberhausen. Ja, und die S9 war früher interessant wegen der ET420, aber die fahren da heute eh nicht mehr. Und früher immer zwischen Wuppertal und Essen, die Bergische Bahn mit 218. Das war noch interessant. Da bin ich auch gerne gefahren, mit N-Wagen. Schöner Fenster auf im Sommer, das hat gequalmt und gebrummt. Der Sound ist original. Da kann ich nichts zu sagen. Da kann ich nichts meckern. Jetzt kommen hier die markante Brücke über die Fernbahntrasse und wechseln auf die linke Seite der Fernbahntrasse. Rechts geht es nach Bergisch Gladbach. Nach Wuppertal-Hagen, Münster. Rhein Münster Express. Der 11 heute schiebt Doppelstockwagen. Da kommt übrigens auch von Vital Aerods Doppelstockwagen mit 111 Wendezug fähig. Schon in Arbeit. Abzweig Berliner Straße. Nächster Halt, Köln-Stammheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr verehrte Fahrgäste, leider etwas spät. Ich begrüße euch herzlich in der 6 von Köln-Nippes nach Essen Hauptbahnhof. Leverkusen, Düsseldorf, Ratingen und Essen-Hügel und Essen-Süd. Nächster Halt Köln-Stammheim, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wenn ihr zu stark bremst, also wenn die Schienen glatt sind, das ist bei der Rückfahrt gewesen so, mit dem Steuerwagen, da hat geschleudert der Zug. Nächster. Köln-Stammheim.
Ja, aus Pampa hier. Pampa. Ja klar. Ja, der pünktlich, so muss das sein. Und der 11. 111 ist der Nachfolger, der 110. Ja, aber so geeignet war sie für S-Bahn-Reinigung nicht, ey. Das ist nichts für die Lok, die ist eher für den Nahverkehr gedacht. Ist ja auch jetzt Geschäftsbahn DB Regio zugeordnet, die Lok. Früher Fernverkehr, IC, Interregio, muss hier im Blau-Beige hier in Münster gefahren. Das war schon was. Die Lok ist schon gut rumgekommen. Da kommt der Doppelstock. Rheinexpress, heimerisch. Hm. 143 schiebt. Gab's nichts anderes. Wenn ihr gerne die Rückfahrt sehen möchtet im Steuerwagen, immer her mit den Wünschen. Na gut, nächstes Mal gibt es, glaube ich, übernächstes Mal ein OMSI-Video. Mal gucken, wieder mit Bild im Bild. S2 hat übrigens auch verschiedene Endpunkte, einmal stünd montags bis freitags wird auch Recklinghausen angefahren, Samstag und Sonntag nur Essen und Duisburg. Samstag, Sonntag lohnt sich nach Recklinghausen. Nächster Halt Bayerwerk, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Strecke eingleisig bis kurz vor Leverkusen-Küppersteg. Was auch sehr schön ist, dass der Strohballen immer an der Fahrleitung kleben bleibt und nicht wie im PTP2, der da einfach durchsickt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also er bleibt auch an der Fahrleitung kleben. Fahrdraht. In echt sagt man das so. Das ist schon ganz gut. Also ich kann euch auch gerne die andere 111 zeigen, im Verkehrsrot mit Innenwagen. Auf der Strecke Hagen-Siegen. Wie geht's eigentlich weiter? Altbekannter Abschnitt.
Links das große Bayerwerk. Nächster Halt, Leverkusen Mitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Schon mal die Genehmigung. Das Signal ist Störung. Signal Störung. Schon selbstständig überfahren. Ja gut, mit dem Befehl 40, da funktioniert das hier nicht so richtig. Da gibt es ja Befehl 40 ein, dann kannst du wieder Gas geben. Normal ist das richtig. Variantenverstärker im Sandwich. 211 im Sandwich. Mal ist das schon richtig, dass du bis zum nächsten Hauptsignal 40 fahren musst. Hier aber nicht. Da kannst du sofort wieder Gummi geben, da sonst der Fahrplan aus den Fugen gerät. Naja, ich spreche schon. Ich spreche schon aus Erfahrung. Oh geil, jojo, passt schon. Passt schon. Ja klar. Ja, ja. Ja, ja, ich werde auch nicht jetzt bis zum übernächsten, nachfolgenden Hauptsignal 40 fahren. Ansonsten, der Fahrplan ist dann im Arsch, auf Deutsch gesagt. Ja, weiter geht's. Bitte nicht, jawohl, alles klar. Ja, ich musste gleich nochmal. Jetzt aber. Ne, wir tun jetzt, wir fahren jetzt wirklich bis zum nächsten Hauptsignal 40, so wie es sich gehört, und damit basta. Scheiß auf den Fahrplan, der ist dann eh dann im Arsch. Wir wollen es real haben und so muss es sein. Vor 200, Leute. Wo ist die denn ausgebrochen? Nächster Halt, Leverkusen-Küppersteg, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, dem Fahrdienstler, der werde ich das schon unter dem Arsch schreiben, glaubt mal. Ja, ja, der hat mich schon wieder so komisch angeglotzt, der Lokführer vom Gegenzug. Welle schiebt. Ja, er muss ja warten, eingleisige Streckenabschnitt frei ist.
Ja, das ist in real. Da musst du, wenn du so ein haltzeigendes Signal überfährst, dann musst du bis zum nächsten Hauptsignal 40 fahren. Ansonsten bist du zwangsgebunden, bist du überwacht. Mit dem Befehl 40 da. Ja, ihr nicht, aber ich mach das für euch, um es zu zeigen, dass es auch so ist. Ja, danach kannst du wieder Höchstgeschwindigkeit fahren. Wenn du keinen weiteren Befehl kriegst, dann geht's weiter. Und an dem Hauptsignal können wir wieder auf 140 jetzt sogar beschleunigen. Ja, passt schon. Na klar. Na, hat da keiner Bock, in den hinteren Waggons auszusteigen? Naja. Wenn ich will, er hat schon. Ja, bei Küppersteg. Rheindorf bis Rheinland. Langenfeld. Da ist wieder... Da ist wieder eingleisig. Wie geht die Tür? Tür zu! Hallo! Mein Gott. Jetzt kann ich wieder voll Speed. Nein, 50 mit einem Güterzug Richtung Köln-Gremberg. Nächster Halt, Leverkusen-Rheindorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Also die 111 ist die letzte herkömmliche Wechselstromlokomotive. Das andere ist alles Drehstunde, das ist alles Modulen gepackt. Mag ich nicht. Fehlen auch die zwei Wohnblöcke, die hier sind auf der linken Seite. Ich kenne mich ja hier bestens aus. Habe ich schon oft hier gefahren. Um mal was zum Wort richtig bremsen zu sagen, man kann eine S-Bahn richtig bremsen. Wenn du früh genug loslässt und weißt, das passt, dann klappt das. Aber manche Lokführer, die bremsen so ruckartig, da fliegen die Taschen durch den S-Bahn-Waggon. Ehrlich, das habe ich schon alles miterlebt. Nach Aachen. Evilka. Orange. Doppelstock. Doppelstock.
Ja, bis 2014, liebe Eisenbahnfreunde, könnt ihr noch die X-Wagen hier leben, dann ist auch Feierabend hier. Leider, aber ich habe ja noch 2 Jahre noch Zeit, die X-Wagen zu fahren, und im Simulator leben sie weiterhin. Auch die N-Wagen, die X-Wagen, die 110er, knallfrische Werkzeuge und alles drum und dran. Bügeleisen, alles lebt dort weiter. Abbiegen wir eingleisig bis Langenfeld im Rheinland. In Spitzenzeiten verkehrt auch die S68 zwischen Vohwinkel und Langenfeld. Warum 68? Ja, einerseits bedient sie einen Ast der S6, den anderen den Ast der S8. Und warum nicht? S68, es passt. Mischung S6, S8. Fährt aber nur montags bis freitags. Nur in Hauptverkehrszeiten. Da ist die 120. Nächster Halt, Langenfeld im Rheinland. Verehrte Fahrgäste, Richtung Monheim Zentrum, bitte in den Bus umsteigen. Reisende mit Fahrziel Heinrich-Heine-Allee können hier in einem Bus der Rheinbahn umsteigen. Ich glaube, das war 785, wenn ich mich alles täusche, aber weiß ich nicht mehr. 782, das ist der nach Solingen über die Autobahn, das weiß ich. Ich bin ja mal gefahren in Zittau. War schon lange her. Ich glaube, da ist 785. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bin wieder zweigleisig, durchgehend. Steht das 68. Der Zug nach Gremberg. Oh, 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 oh. Ich glaube, da komme ich nie rechtzeitig zum Stehen. Da habe ich verpatzt, oder? Nee, klappt wohl. Klappt alles. Alles Roger in Kambodscha, der Rockfahrer ist im Griff hier in der 111. Vorher geht 160, ja, für uns 140 nur dann. Ja, nun gut, also die Strecke ist schon real gestaltet, aber wenn ich mir so manche Bahnhöfe angucke, da denke ich manchmal, das sieht doch nicht so aus wie in der Realität. Aber man kann drüber hinweggucken. So schlecht ist die Strecke nicht. Ich fahre mal gerne hier nach Feierabend, Ründchen, zu späten Stündchen mit 111 und S-Bahn. Ja, ja, komm. Du mich auch. Laber nicht mich voll. War ein Rollstuhlfahrer, dem muss ich auch helfen. Komm. Also ich habe auch englische Strecken, also britische Strecken im Programm, zum Beispiel Portsmouth Direct Line, hier London to Brighton, sehr interessant mit dem 377 Electrostar, den alten Class 412 mit den Knalltüren. Dann hier noch Seattle Carlisle, bekannt aus dem MSDS. Die Strecke habe ich übrigens verglichen, also MSDS ist ja die einzige grauenvolle Grafik, also im Wellbox sieht das viel schöner aus. Kann ich euch zeigen. Müsst ihr mich nur anschreiben. Dann gucke ich, was am besten dazu passt. Und natürlich stelle ich euch den ICE3 vor, den ICE3M, Baureihe 406, den habe ich mir gekauft. Also ein sehr schönes Fahrzeug. Die Framerate ist auch hier sehr gut bei... Bis 30 FPS schafft er schon hier.
Nächster Halt, Langenfeld, Berghausen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Was auch sehr schön ist, dass du die Bremse auch lösen kann, dass sie sich gleichzeitig auch löst, nicht ganz, sondern so, das finde ich auch sehr gut. Ist auch viel realer dann, passt auch. Yes auch. Expertline, nur für fortgeschrittene User. Ja und gut, so ein Cockpit habe ich leider nicht für zum Eisenbahnspielen, nur eine Tastatur, aber irgendwann einmal, wenn das Geld auch reicht und der Platz, dann hole ich mir so ein 111er Cockpit. Passt das? Ja, so ein Einheitscockpit, X-Wagen, Steuerwagen, alles. 120. Hannover Bremen kommt jetzt für ein MSDS von Jam Railroads, von Ernst Tollknipper. Kaufe ich mir auch. Da zeige ich euch die Strecke in meinem MSDS. Sieht ein bisschen besser aus als ein PTP2, wenn ich mal ehrlich bin. Aber zeige ich mal was Regionales. Mit 110. Oder 111. Mal schauen. Dann bastel ich mir selbigen Zugfirma mit N-Wagen hier. Sieht besser aus hier. Genau. Jo, alles klar. Ich kann euch jetzt mal demonstrieren, was passiert, wenn ich mal hochschalte. Da zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Mit dem Hauptschalter. Kann ich eben demonstrieren. Ist ja sowieso schon kaputt fast. Fahrplan. Kann ich zeigen, oder? Klappt das nicht jetzt? Siehst ihr, zack. Siehst du? Da passiert das. Ich muss erstmal Leistung runter. Ich muss erstmal bremsen. Na siehst du, ist der Hauptschalter ausgefallen. Das passiert, wenn du Zug aufschaltest. Das war nur eine kleine Demo. Genau, kann ich euch zeigen eben. Jetzt muss ich erstmal anhalten, wieder kurz warten. Ja, ist Hauptschalter rein. Jetzt kannst du wieder anfahren. Was passiert, wenn du so rausschaltest, knallt da. Ist halt so. Würde mal ihm zeigen. Wenn dann alles. Ja, nun in echt würde ich das nicht machen. Das käme nicht so gut an. Nächster Halt, Düsseldorf-Hellerhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, ich hatte viel zu tun, immer Spätschicht gehabt und Besuch war noch aus Polen da, meine Tante und da konnte eh kein Video machen. Und dann habe ich... Aber jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Still und geheimnisvoll. Ja, so ist das Lied da. Schon Ohrwurm hier drin. Du bist wieder da. Meister-User hier.
Rom, Amerika. Ja, 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 ja. Und dann 43. Werkzeug. Deutsche Bundesbahn. Das war noch die Bahn. Und nicht heute. Alles rot und hässlich. Ja, früher war Bahnfahren einfach schöner. Klassiker. 111 mit X-Wagen. Ich finde, könnte mal so ein Videoporträt sein über X-Wagen. S-Bahn Rhein-Ruhr, das wäre doch mal was. Eine Stunde S-Bahn Rhein-Ruhr pur. Das finde ich mal geil. Zurückbleiben, bitte. Ist halt Düsseldorf Garath. Mir hat immer gefallen, 111 Orange mit N-Wagen schön grün lackiert. Das war mit den türkisgrünen Doppelstockwagen aus Görlitz, zweiter Bauart oder dritter Bauart. Da hat das schön gepasst, frisch gewaschene 111, hat richtig schön geleuchtet. Passender Farbkomposition. Nächster Halt Düsseldorf-Garath, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da fehlt auch hier die Brücke. Hier. Trinken. Nächster Halt, Düsseldorf-Benrath. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Kann man zur Straßenbahn 701 und zu vielen Buslinien umsteigen, zum Regionalverkehr und alles drum und dran. Ich gucke mir auch mal gerne so Fotos an von der S-Bahn Rhein-Ruhr von früher. Das ist schon ganz schön. Wie sah früher da aus? Sah auch besser aus als heute. Da alles nur Mist. Lokbespannte Züge mache ich sowieso viel lieber.
Oh, dann erst abschleppen. Der Train-Simulator 2013 erscheint am 20. September, da freue ich mich auch schon drauf. Na. Dann gibt er die Tür jetzt nicht frei. Bin ich jetzt hier etwa zu spät oder was? Ja. Ja, toll. Gibt er die Tür nicht frei. Ja, dann fahren wir mal weiter. Einmal aussteigen, wie beim Bus, weiter im Konzept. Ja, wirklich jetzt nicht? Doch. Eine Störung, weiß ich auch nicht warum. Naja. Weiß ich auch nicht. Ja, manchmal gibt es das hier so Tücken im Bahnverkehr. Ja. Herr Fahrdienstleiter, red mal mit meinen Fahrgästen drüber hier. Die ständig immer kommen und gehen und kommen und gehen, Signalstörung und alles. Kann ja nicht ändern. Seid doch froh, dass ich überhaupt komme. Ja gut, ich bin echt. Wenn ich jetzt das Video nicht machen würde, fahre ich natürlich etwas zügiger. Aber ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren auf das Gelabere. Auch. Und auf den Verkehr hier. Auf die Lok. Außenaufnahme. So sein. Da kommt unser Star auf Schienen. Und der Elfen mit X-Wagen. Nächster Halt, Düsseldorf-Reisholz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wenn ihr die Rückfahrt sehen möchtet mit dem Steuerwagen zurück nach Köln, nach Kölle sei immer, eher mit den Wünschen. Also hier gibt es eine Tücke in diesem Bahnhof, da dürft ihr nicht am Haschel schalten, sondern etwas hinter drüber. Das müssen wir auch jetzt machen. Gibt es gleich Terror hier bei der Türfreigabe. Dienstfahrt! Ja, das ist extra hier gemacht jetzt, ne? Also es ist... Jetzt klappt, siehst du? Da halte ich nämlich vorm Hasch her, geht die Tür erst gar nicht auf. Verstehe auch nicht warum. Also ist er jetzt nicht mit Absicht, sondern so gemacht, dass... Also ist das auch hier leider. Bitte nicht in echt nachmachen.
bitte drum. Ja, jetzt sind wir natürlich überall nicht pünktlich, aber es ist mir egal. Ist mir sowas von Sheet egal. Die Feldbahnpassstrecke habe ich euch schon einmal mit dem ICE gezeigt. Da zeige ich euch die Fahrt mit dem ICE 3 mit Tempo 300. Ein guter Freund von mir macht ein paar Aufgaben für die Strecke, dann zeige ich euch die. Die Aufgaben werde ich auch nicht verschicken. Ich will auch keine Mail sein, kannst mir die Aufgabe schicken. Nee, nee. Zeige ich euch nur den Zug, damit ihr den mal mit 300 sieht. Der ist ja bis 330 zugelassen, der ICE 3. 300 fahren wir dann. Vor uns die Autobahn, auf der die Buslinie 782 Solingen-Düsseldorf-Heinrich-Heine-Allee fährt. Nächster Halt, Düsseldorf-Eller Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich hoffe, die Zeitreise gefällt euch immer noch mit der 111. Jo. Na. Aha. Ah. Ja, geht auch der Schalter nicht vorne. Ja. Wenn du die Wand angezogen hast, geht er nicht. Sehr schön hier am Dach ist die Lokgestalt, sehr real, sehr gut. Kann nicht meckern über die Lok. Ja, bei Railbox ist das so, wenn du was kaufst, da kannst du sicher sein, dass das gut ist. Aber wenn du so was anderes mal kaufst, hier so bitte B2, da ist ja immer so Theater und dann der Sound ist auch irgendwie total kacke. Und sehen wir auch Mist. Ja, der Railbox macht sich schon. Vor uns, von rechts kommend über die Brücke, die S-Bahn-Strecke der S1, ehemals S7 aus Solingen. Die S1 fährt bis Dortmund. Bin ich vor zwei Wochen gefahren, von Solingen bis Dortmund durch. Spaß gemacht.
Nächster Halt, Düsseldorf-Oberbelg. Richtung Hildensolingen bitte in die S1 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich sag mal, zum Beispiel jetzt ist da der Führerstand der 101 gekommen für PTB2, total überarbeitet. Ich sehe da gar nichts überarbeitet, der ist einfach nur ein bisschen heller gemacht worden. Nicht mehr so grau und triss, also man sieht der in der Hellbox viel schöner aus. Der Sound ist für mich auch wie, der Sound ist ja gar nichts da geändert, das ist nur der Führerstand, mehr ist das einfach nicht. Da muss man sich mal vorstellen. Ich bin mal auf die Strecken von Blue Sky gespannt für den Rennwurf, wenn die nächstes Jahr kommen. Bin ich mal gespannt. Gießen. Ich hoffe gut. Zum großen Abstellbahnhof. Düsseldorf-Oberbelg. Schon der Fernsehturm zu sehen. Und Düsseldorf, Landeshauptstadt vom Bundesland Nordrhein-Westfalen, NRW. Nächster Halt, Düsseldorf-Volksgarten. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Auf Sächsisch würde ich sagen Volkskotten. Ja, genau. Volkskotten. Volkskotten. Also was, naja. Genug der Rede. Ja, ich finde diesen sächsischen Akzent sowieso so geil. Ganz, ich finde das immer lustig manchmal. Wieder lustig. Sehr verehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante, da sich der Bahnsteig in einer Kurve befindet. Ich möchte nicht speichern, danke. Aus Versehen auf F2 dran gekommen. Jo. Ja, ich sehe sowieso eh nichts. S8 nach Mönchengladbach. Thank you.
Nächste S-Bahn-Station Dresden-Friedrichstadt. Nächster Halt Düsseldorf Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den anderen S-Bahn-Linien Richtung Neuss-Wuppertal, Duisburg sowie zum Regional- und Fernverkehr. Die Ausstiegsseite in Fahrtrichtung links. Der Zug fährt nach kurzem Aufenthalt weiter nach Ratingen, Essen-Hügel, Essen-Stadtwald, Essen-Süd nach Essen-Hauptbahnhof. Zum Düsseldorfer Flughafen benutzen Sie bitte die Züge der Linien S1 und S11. Da gibt's auch Theater hier mit dem Bahnsteig. Also ich tu das nicht gerne. So, meine lieben Freunde, wir sind am Düsseldorfer Hauptbahnhof angekommen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Railbox 3 und wir sehen uns das nächste Mal wieder im Führerstand eines Steuerwagens oder einer Lok. Bis denn und tschüss. Das war unsere 111 von der 65-7. Auf Wiedersehen.